Hallo, hier ist Max. Willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal von Kevin. Heute bin ich bei meiner Grundschule und ich zeige euch heute, wo ich Unterricht mache, was ich in meine Schulranzen immer mitnehme, wo ich immer meinen Brawl Stars spiele und wo ich schon mal die Leonie... Das zeige ich euch heute alles. Ihr seht da hinten, da habe ich schon meine Schulsachen hingetan. Die kann ich euch auch gleich noch alles zeigen. Aber als allererstes zeige ich euch jetzt heute meine Schule. Lasst einen Daumen nach oben da und schreibt mal in die Kommentare, in welche Klasse ihr seid. Hier sind meine Schulsachen drin. Ich habe nämlich einen Brawl Stars Rucksack und dann hier einen Brawl Stars Turnbeutel. Da habe ich immer alles drin und das zeige ich euch auch gleich. Und hier ist der Schulhof. Ich zeige euch auch gleich, wo mein Klassenraum und so ist. Heute ist Sonntag, weil Kevin hat gesagt, ich soll das nicht filmen, wenn hier andere Schüler sind. Also hier ist auch der, wo ich immer mit den Finn Brawl Stars spiele. Und ich fange jetzt einfach mal an. Also ich zeige euch jetzt einmal alles. Und jetzt geht es los. So, da vorne, da hinter mir, da steht der Kevin gerade in sein Auto und wartet auf mich. Da ist nämlich der Eingang, da kommt man rein. Und hier ist der Pausenhof, da so Spielklettergerüste. Und da vorne, da kann ich auch immer mein Fahrrad parken. Dann kann man jetzt hier einmal sich umdrehen. Und da ist so ein Kletterstangen-Ding und da kann man, da bin ich schon einmal runtergefallen. Das ist so eine große Schaukel. Das ist aber auch gefährlich manchmal, weil da hat mich der Finn schon mal so zu doll angeschaukelt und dann bin ich fast runtergefallen. Und da ist so eine Wippe und wisst ihr, auf diese Wippe, da war ich schon mal mit der Leonie drauf. Und die hat dann so gesagt, Max, wir wippeln jetzt mal. Aber jetzt gehen wir mal dahin, wo man wo wir mal Brawl Stars spielen in Schulen Pause, weil da gehen die Lehrer nicht so oft hin. So, ich habe fast meinen Schulranzen vergessen, also meine Tasche. Hier ist ja der Eingang von der Schule und da vorne, das ist so Toilette und so. Und wir gehen jetzt da hinten, das habe ich euch gerade gezeigt, da gehen wir jetzt einmal hin. Ich bin jetzt auf ein Schaukelpferd gegangen. Wusstet ihr, auf dieser Schule, wo ich bin, da war Kevin auch früher, als er noch in der Schule war. Der ist aber jetzt schon alt und der macht nur YouTube immer den ganzen Tag und ich muss in die Schule gehen. Und hier ist auch eine, wo man so balancieren muss. Aber jetzt muss ich nach hinten, das habe ich vergessen. Da muss ich jetzt hinlaufen, da hinten. Ich zeige euch gleich auch nochmal, wo mein Klassenraum ist, wo wir mal doofe Matheunterricht machen. Kevin hat gesagt, Mathe war mal sein Lieblingsfach in der Schule. Aber ich mag Mathe nicht so gerne. Ich spiele immer gerne mit den Finn Fußball in der Pause. Hier ist jetzt, Achtung, da sind die Vögel in dem Busch. Ich zeige euch das jetzt einmal. Da, wo ich jetzt bin, das ist so eine, hier kann man immer, Achtung, ich zeige euch das mal. Hier kann man immer Brawl Stars spielen. Da, weil hier gucken die Lehrer nicht so oft, das ist so geheime Ort hier. So, ich habe mich jetzt hingesetzt. Hier sind jetzt meine Schulsachen und ich zeige euch jetzt mal, was da drin ist. Damit ihr das mal einmal wisst, weil da sind alles coole Sachen drin. Und eigentlich darf ich die gar nicht mit in die Schule nehmen. Aber ich mache immer heimlich, weil dann alles spielen immer Brawl Stars in meiner Schule. Oh, ich zeige euch jetzt erstmal, was in dem großen Rucksack drin ist. Achtung! Boah, da seht ihr das. Das ist die erste Sache. Das ist Brotdose von der Nita, von Kevin und Lukas. Das tue ich jetzt mal zur Seite. Dann ist da Malstifte drin und mein iPad. Und das Brawl Stars Malbuch, das hat mir der Kevin mal in die Schule, also für die Schule geschenkt. Und für Malen, wenn ich mal Langeweile habe. Das ist da drin. Wisst ihr, was hier in der Brotdose drin ist? Ich zeige euch jetzt mal, was in der Brotdose drin ist. Das ist die Brotdose. Und jetzt mache ich da mal
auf. Ihr seht das jetzt noch nicht, aber Achtung. 1, 2, 3. Seht ihr das? Das Leon. Das habe ich immer in der Schule mit. Das ist Glücksbringer Nummer 1. Dann habe ich kleinen Danny Tablitsperr drin. Das ist Glücksbringer Nummer 2. Und dann, das habe ich neu. Das der Glücksbringer Nummer 3. Das ist jetzt alles in meine Brotdose drin. Aber nur, weil da heute kein Brot drin ist, weil ich jetzt an Sonntag hier bin. Weil morgen ist wieder Schule, da muss ich dann wieder mein Brot da reintun. Ich esse in der Schule mal Nutella-Brot mit Nutella. Was? Und Salami-Wurst. Und manchmal auch ein Ferdi-Fuchs-Mini-Wurstchen. Die sind immer lecker. Die esse ich dann auch manchmal in der Schule. So, das ist da noch drin. Sonst ist da noch mein iPad. Das ist das, was der Kevin mir mal zu Geburtstag geschenkt hat vor einem Jahr. Und hier sind die richtig ultra krassen Sachen drin. Ich mach da mal so. Boah, das ist alles Wallstars. Diese Tüte zeige ich euch noch nicht. Doch, da kann ich einmal eine Sache euch zeigen. Dann wisst ihr, wie krass das ist. Und hier die. Manchmal nehme ich das mit in die Schule, diese Megaboxen. Und dann machen wir zusammen mit anderen das einmal auf. Warte, ich mache jetzt mal eine einmal auf. So, ich mache jetzt hier mal eine auf. Die sind immer so schwer aufgemacht. Achtung. Mann, das ist nur die Jessie gewesen. Das ist doof. So, ich lasse jetzt die Sachen da eben kurz einmal liegen. Ich gehe nämlich jetzt einmal und zeige euch mal kurz, da wo der Ort war, wo mir die Leonie mal wo die so bei mir gemacht hat. Das Verbotene. Das hat die nämlich da gemacht bei mir einmal. Also, da vorne ist Fußballplatz. Da ist ein Fußballtor. Wir müssen einmal da hinten, da ganz hinten lang. Das war der Ort. Wenn ihr wollt, dass ich euch die Schule mal in Unterricht zeige und mal wieder einen Tag in mein Leben machen soll, dann müsst ihr das mal in die Kommentare schreiben. Jetzt sind wir bei den Garten, aber hier ist nichts gebaut, weil es jetzt ganz kalt draußen ist, so minus 800 Grad gerade. Nee, nicht so kalt, nur so minus 5. Das habe ich gerade kurz verwechselt. Wenn ich euch die Schule mal von drin zeigen soll, dann macht ihr auf dem Video 10.000 Daumen nach oben. Das viel? Keine Ahnung. Ich zeige euch jetzt, wo mir die Leonie mal so ein... Das war ganz, ganz krass. Achtung. So, hier kann man nämlich mal in den Busch so einmal reingehen. Und hier, wenn... Hier war so... Also hier ist so fast an der Straße, ihr hört das gerade. Und hier, wo keiner geguckt hat, da hat die Leonie mir seinen in... What? Da hat die so bei mir gemacht. Aber sag das nicht, den Kevin hat gesagt, wenn man noch nicht so alt ist, dann darf man das nicht machen, das ist noch dann verboten. Aber hier haben wir gemacht, heimlich. Und das hat keiner gesehen, nur die Leonie. Und ich habe das dem Finn erzählt und der hat das nicht geglaubt. Hier ist jetzt mein Turnbeutel. Jetzt einmal gleich, da ist noch das Ende da hinten. Weil ich mache jetzt erst nochmal, ich zeige euch jetzt nochmal, was da in den Turnbeutel noch mehr drin ist. Hier ist der Garten und hier ist so verboten. Hier ist immer abgeschlossen. Ich weiß auch nicht warum, schreibt das mal in die Kommentare. Warum glaubt ihr, hier ist immer abgeschlossen? Glaubt ihr, macht man so illegale Sachen? Aber ich mal so einen aus der oberen Klasse habe ich gesehen, der war da. Aber ich weiß nicht, wie er da hingegangen ist. Glaubt ihr da? So, ich habe mich jetzt hier nochmal so an einen Tisch gesetzt und jetzt zeige ich euch noch, was hier in meinem Rucksack noch immer drin ist, wenn ich manchmal in die Schule gehe. Da hier ist auch noch was anderes drin. Achtung! Immer habe ich immer so Sachen drin, weil wenn ich eine gute Note bekommen habe in Mathe oder so, dann schenkt mir mein Bruder immer so Brawl Stars-Figuren. Und die nehme ich dann in die Schule mit. Und dann kommen immer alle zu mir und wollen zugucken, was ich da aufmache.
Weil ich mache gerade auf. Ich zeige euch, was ist hier drin. Mann, ist nur der Mr. Peter drin. Ich zeige euch, was ich hier noch drin habe, weil noch was ist hier drin. Das hier ist auch noch da drin. Entweder ich bekomme das, eine Box oder einmal einen Schlüsselanhänger für eine gute Note. Und hier sind so Brawl Stars Karten drin. Die muss ich jetzt einmal aufmachen. Ist auf. Das ist der Colt. Das ist der Bibi. Das ist der Colt nochmal. Hä? Wieso zweimal? Barley, Darrell, Karl, Parara. Oh, der goldene Quo. Das ist der Phönix. Der ist der Beste. Und Colt. Das ist aber nicht so eine gute Karte. Aber diese drei Sachen bekomme ich immer. Bekommt ihr auch immer was, wenn ihr gute Noten schreibt. So, jetzt bin ich wieder an den geheimen Ecke, wo man immer Brawl Stars spielen kann. Hier bin ich jetzt auf meinen Account drauf. Und ich zeige euch jetzt einmal. Ich gehe mal in meinen Shop rein, was hier gibt. Weil ich war heute noch gar nicht in Brawl Stars online. Gibt so Gratisgeschenke. Boah, super, ey, die geben immer Gratis-Sachen. Das ist voll cool. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das auch cool findet. So. Und dann muss man hier, wisst ihr, hier muss man immer aufpassen, weil manchmal kommen dann auch mal Lehrer hier hin. Aber Finn und ich, wir wissen dann schon, wenn die kommen, weil man das dann hört. Oder andere sagen Bescheid. So, noch eine Sache gibt es. Gratis-Pin. Gibt es irgendeinen krassen, so neuen für den Skin-Sachen? Boah, epische Pin-Pack. Boah, der Nani ist voll krass, der Pin. Für ein Gift gibt's auch was Neues. Müsst dann immer Greta Kurt Lukas machen. So, jetzt muss ich aber wieder zurück, weil ich bin schon viel zu lange. Der Kevin wartet. So, ich bin jetzt fertig. Lasst alle einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, ob, wie ihr meine Schule findet. Und schreibt mal, was ihr mal, wie ihr mal Brawl Stars in der Schule spielt. Und ob ich euch mal meine Schule von drinnen zeigen soll. Okay, tschüss.